So, willkommen zum AI-Part jetzt. Für AI braucht ihr einige Plugins. Die werdet ihr im Laufe des Tutorials sehen. Und für den Anfang braucht ihr auf jeden Fall den Cinema 4D-Importer. Den findet ihr auf der offiziellen Seite von Maxon. So. Dann geht ihr auf die offizielle Seite, könnt ihr einfach googeln, dann Plugins für After Effects und dann für eure Version eben. Ich glaube, die funktioniert auch für eure 13, ich bin mir aber nicht sicher. Gut. Dann müsst ihr, wenn, also ihr habt ja gerendert, im Zimmer ist das fertig gerendert, dann müsst ihr die Frames AEC oder die AEC-Datei, die ihr da gespeichert habt, die müsst ihr eigentlich ganz oben sein. Hier einfach in After Effects reinziehen, wenn ihr den Importer habt. Dann könnt ihr das aufklappen und einfach den Doppelklick reinmachen. Und jetzt auch die Kamera dann und eben die Bilder. Also ich lasse das mal vor. So, vorgehen habe ich übrigens mit diesem Knopf hier. Und ja, jetzt haben wir noch keinen Sound, deswegen gehen wir mal in den Ordner. Und ist ganz unten der Sound sind hier. Der Sound. Sorry übrigens für die Hintergrundgeräusche, da kann ich jetzt gerade nicht viel machen. Dann ziehe ich den Song hier rein. Und kann nochmal Play drücken und dann ist der Song noch reingeladen. So. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen langweilig. Also, wir machen wir erst in die Sync. Und da fangen wir am besten mit dem Transform an. Wenn ich Steuerung Alt, also drücke Steuerung Alt Y, um eine Einstellungsebene zu erstellen. Und Steuerung Z, um rückgängig zu machen. Und ist erstmal wichtig. Und Steuerung Y allgemein, also nur Steuerung Y, um eine Farbfläche zu erstellen. Die brauchen wir später auch noch. Und Enter drückt ihr, um es umzubenennen. So, Transform mache ich es einfach mal und suche hier oben nach Transformieren. Dann ziehe ich das hier auf die Farbfläche einzeln drauf und gehe ein Frame vor den Drop eben oder ein Frame machen wir einfach und klicken auf die Uhr, damit da ein Keyframe erstellt, so wie bei After Effects, nicht bei After Effects, so wie bei Cinema 4D. Dann ändert ihr den Wert hier auf 150 oder ja, 150 ist ein guter Wert. Und da wurde automatisch jetzt ein Keyframe gesetzt im Gegensatz zu Cinema 4D. Also ohne Auto-Keyframing wird da kein Keyframe gesetzt bei Cinema. Dann könnt ihr hier U drauf drücken. Da werden die Kanäle geöffnet, bei der ihr den Keyframe gesetzt habt. Und könnt dieses Keyframe mit dem Box-Ding halt so selektieren, also auswählen und drückt STRG C fürs Kopieren. Und geht dann auf den nächsten Drop, aber auch wieder ein Frame davor und drückt STRG V. So macht es bei jedem Drop. So. Am Ende sollte er einfach wieder auf 100 stellen oder 100 eingeben. Unterschiede sind nicht so groß, sie sehen nicht so groß aus. Aber jetzt machen wir was anderes und zwar klicken wir hier auf dieses, wie ich den Text skalieren und drücken F9. Dann wurden die Keyframes ein bisschen verändert und zwar könnt ihr jetzt auch die Kurven editieren wie in Cinema 4D, indem ihr auf diesen Diagramm die geht. Dann könnt ihr mit der Box-Selektion alle hier oben auswählen, alle oberen Keyframes und zieht diesen Regler hier nach unten.
Es darf nicht überragen, also es darf jetzt nicht so aussehen, auf keinen Fall. Es muss immer nur hier reinführen, also hier in zu dem nächsten Keyframe. Es darf nicht so überschwingen wie in Cinema manchmal. Dann machen wir S-Shake, also den Shake. Er muss unter Transform sein, das ist wichtig. Wieder Einstellungsebene und Shake. Dann ich suche dann nach S und dann Shake. Das ist ein Plugin, das müsst ihr nicht solche runterladen, also am besten einfach alle Sapphire-Plugins. Weil ich später auch noch möglicherweise noch Sapphire-Plugins brauchen werden. Ziehen wir da drauf. Und gehen jetzt auf den ersten Drop, würde ich sagen. Zuerst macht hier Motion Blur an. Das ist wichtig. Dann, Frequency ist das, wie schnell es wackelt, also shaked. Das würde ich so auf 6 oder so stellen. Und X-Shake ist, wie ich sage, nach rechts, nach und links shaked. Würde ich jetzt auf 100, 110 oder so stellen. Ich sage mal 110. Und Wave Amplitude ist, das ist manchmal der Amplitude von dem hier ein bisschen variiert, so um 10 oder so. Das stelle ich meistens so auf 1, weil es irgendwie gut aussieht, weiß ich auch nicht. Und Wave Frequency ist halt, wie schnell sich es verändert. Lasse ich aber auch einfach so. Hier bei Y ist, wie ich sag's, nach oben und unten. Shaked auch wieder so 110, sollte gleich sein auf jeden Fall. Und Wave Amplitude auch wieder 1. Und Z-Check ist, wie groß es so, wie groß es sozusagen shaked, also zu dir hin oder zu dir weg, also Skalierung sozusagen. Auch 110 und hier wieder 1. Tilt-Shake ist, wie stark sich das sozusagen ein bisschen dreht, das würde ich höchstens so auf 5 oder 6 stellen. Bei Amplitude wirklich auch wieder ziemlich wenig, und zwar 0,5. Und dann gehe ich ein Frame vor den Drop und mache die Amplitude auf 0. Kann einfach mit dem Regler draufziehen. Also mit der Maus und stellt einen Keyframe und geht hier eins nach vorne, also wieder auf den Drop und macht 1 oder 1,5 oder sogar 2. Ich mach mal 2. Und könnt das wieder hier wie beim Transform auch kopieren und einfügen. Und hier ist jetzt der Abstand sehr, sehr lang zwischen dem nächsten Keyframe und dem. Deswegen stellen wir das einfach mal hier auf 0 zwischendurch einfach. Damit es nicht so die ganze Zeit ewig dann shaked. Hier gilt das Gleiche. So, er ist auch ziemlich lang, der Shake hier. Deswegen machen wir hier wieder auf 0. Und kopieren. Okay, einfügen. Und hier wieder auf 0. Auch wenn man nichts mehr sieht, aber es ist nur ordnungshalber. Wenn es aber Drop gibt. Gut, das sieht schon mal gut aus. Dann würde ich hier noch zwei Drops hinzufügen. Deswegen mache ich mal hier Rechtsklick und Keyframe Assistenten und Audio Keyframes konvertieren. Dann drücke ich die U auf die Audio, die entstanden ist. Löscht linker Kanal und rechter Kanal und klickt auf beide Kanäle in Schieberegler. Einfach hier auf den Text klicken und hier auf den Diagrammeditor gehen. Da seht ihr dann den Ausschlag von den Tönen. Und hier sind die zwei Drops, die ich noch haben möchte. Drückt hier die Sternchen-Taste, um einen Marker zu erstellen. Und hier auch. So. Hier kann ich jetzt noch die Transform Keyframes mal hier einfügen. Zack. Und zack. Dann hier nochmal auch Shake nochmal einfügen. So. So. Und hier wieder schneller ausmachen, also schneller auf 0, weil es dann sonst ziemlich lang shaked. So, dann füge ich noch Twitch hinzu. Ist auch ein Plugin, was ihr braucht. Könnt ihr alles einfach im Internet nachschauen.
Bin dir mit Sicherheit dauernd für. Dann, das Speed müsst ihr hochstellen, sonst buggt das so komisch und sonst ist es so extrem langsam. Vielleicht so 300 oder so. Am Mount höchstens 15, ich stelle es mal auf 12. Enable müsst ihr das, sollt ihr Slide, Blur und Scale machen. Das heißt, es ist sozusagen extrem schneller Shake, der halt so ein bisschen, ja, sozusagen extrem schnell Shake, der so ab und zu mal so einen Punch gibt, so ein, ja, ganz schlecht erklären. RGB-Split ist, wenn halt blau, rot und grün so gesplittet werden im Intro. Das würde ich dann vielleicht so auf 5 oder so 5, 4, 5 stellen. Sieht man ja auch schon ein bisschen, dass ich sich so ein bisschen trennt, grün und blau. Da gehe ich jetzt auch wieder ein Frame Fall und Drop und setze den Amount auf 0. Und dann hier auf dem Drop dann auf 5. Ja, 12. Weil ich sollte vorher mal speichern. Also mit Steuerung S speichern. Und dann geht ihr wieder in euren Ordner, wo das Tutorial, also wo euer Intro da eben ist, und drückt dann Speichern. Und dann habt ihr Twitch. Also Twitch habt ihr jetzt schon geframed. Aber das Twitch soll nur ganz kurz sein. Das heißt, ich würde es vielleicht sogar schon hier wieder auf 0 stellen. Diesmal müsst ihr alle drei Keyframes hier kopieren. Steuerung C und hier Steuerung V. So. Vielleicht an der Stelle noch ein Turbulenzversetzer reinmachen, weil es halt eben gut aussieht. Und es geht mit Übershake und Übertwitch. Mit den Einstellungen stellen und Turbo oder. Das ist Turbo, weil Turbo den Versetzen ziemlich lang ist. Und dort sucht ihr einfach nach Turbo, den das Versetzen oder Turbo einfach. Und dann habt ihr am Ende Turbo das Versetzen. Und dann kürzt ihr die Ebene, indem ihr einfach hier dran klickt an das Ende von der Ebene. Und zieht es dann vor, also auf der euren Marker. Und ungefähr wie lang das dann soll, so ungefähr passt es. Deine Stärke würde ich 100 oder 120 oder so machen. In Größe am Anfang zumindest 50 und mehr müssen wir jetzt nicht verändern erstmal. Vielleicht noch hier auf Wellen oder Drehen stellen, mal gucken, wie gut das aussieht. Und dann die drei Werte und diesen Wert hier, Keyframe. Dann geht ihr ans Ende. Und wird die Größe verändern, also die Größe vielleicht so auf 300 oder so. Und ein Versatz. Wenn ihr diesen Punkt da verschieben diesen Wert und mit diesem hier. Und dann können wir einfach, wenn ihr einen guten Verschwimmen könnt, können wir einfach wegziehen. Und das würde ich dann hier meistens unten in der Ecke oder oben in der Ecke ziehen. Und dann wird er automatisch gekeyframed, also braucht ihr keine Sorgen haben. Und dann hier Evolution 1. So, wie gut sieht es bis jetzt aus? Man sollte natürlich am Ende noch Amplitude auf 0 stellen. So. Wie das ist, gut das jetzt aussieht. Sieht eindeutig komisch aus. Deswegen stellen wir hier lieber auf Turbulent. Vielleicht nicht ganz so hoch, die. Ja, das passt schon. Dann vielleicht am Ende, vielleicht eher auf. Am Anfang eher auf 30 oder so. Und hier 120. Vielleicht hier auch statt 1, 2 in der Evolution.
Okay, dann würde ich hier vielleicht noch, dass der Farbton sich ändert, also dass einmal um die komplette Farbskala rumgedreht wird, wie auch immer ich das sagen soll. Da stellt ihr eine Farbfläche hin, nennt die so wie HLS, nenne ich die. Weil der Effekt auch HLS heißt, nee, einfach HLS. Und dann diese Farbbalance HLS. Könnt ihr das hier keyframen und dann vielleicht so ungefähr weiter vorgehen und hier auf 1 gehen. Dann ändert sich der Farbton sozusagen, also so. So, uns fehlt noch ein Sync-Element und das ist Glow. Das kommt auch unter Transform. Und ist auch ein Plugin, was ihr braucht. S-Glow ist auch ein Sapphire-Plugin, das braucht ihr auch. Also ihr braucht am besten einfach alle Sapphire-Plugins, dann könnt ihr auch einiges anderes noch machen. Also außer Syncen. Und zum Beispiel halt automatisch immer auf 0. Weil sonst glühen nur so ein paar Teile. Und Glow-Width vielleicht so auf 40 oder so. Dann Brightness keyframed ihr auch wieder, also vor einem Frame vor dem Drop. Keyframe, dann Auto Drop und 2 oder 3, ich nehme mal 3. Und dann wie bei Twitch so ähnlich, bloß bis vielleicht ein bisschen länger aus. Also, ich sage, ihr wisst, wie ich es meine. Und es kopiert auch wieder vor jedem Drop, auf jeden Drop meine ich. Und wenn ihr so ein bisschen Überhang habt, das heißt, wenn der Keyframe von den dreien hier noch so übersteht, dann könnt ihr einfach löschen, das ist kein Problem. So, dann STRG-V. 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 Hier ist es so, dass der Text schon weg ist auf dem Marker, deswegen schiebe ich das mal davor. Damit das noch glüht, bevor es dann halt verschwindet, das sieht dann irgendwie besser aus. Jetzt kann ich wieder vorrennen. Ich kann übrigens nichts wirklich machen mit den Hintergrundgeräuschen, tut mir leid. So, hätten wir schon mal die Sync. Dann würde ich, ich stelle es jetzt mal auf Viertel, damit ich hier durchscrollen kann, weil wenn ich hier auf Viertel rendere, würde, was ich euch empfehlen würde, Viertel oder Drittel. Nein, das ist viel schneller und hier brauche ich ja sowieso nur eine kurze Vorschau. Dann würde ich mit dem Backmode anfangen. Farbflächen erstelle mit STRG Y. Und hier hat dann sozusagen die Einstellung für eine Farbfläche. Da würde ich als anderes ersetzen mit dem Namen Background für den Hintergrund. Dann auf jeden Fall diesen Haken rein. Und die Auflösung ein bisschen erhöhen, vielleicht so auf 3200 oder so. Damit ihr sozusagen, wenn ihr irgendwelche zu stark geshaked habt oder so, dann sich der Horizont sozusagen erweitern. Das heißt, dann kommen nicht direkt diese Spiegelränder vom Background, sondern einfach nur geht ganz normal weiter. Und wenn es größer geht, geht ihr an Auflösung verloren, deswegen mache ich es einfach so. Seit Verhältnis bringen und dann einfach 3200 oder so. Background haben wir auf jeden Fall. Dann STRG-D zum Verdoppeln. Und jetzt machen wir den Smoke. Also braucht der Trackpot Form. Und das heißt RG Jackpot oder einfach nur Trackpot. Kommt darauf an, welche Version ihr habt. Ich habe die neueste Version. Und ja. Ich werde es so einstellen, ohne diesen Designer heißt es. Damit ihr, wenn ihr die ältere Version habt, auch mitkommen könnt. Dann geht ihr auf Baseform. Dann müsst ihr das hier. Alles beides auf 0 stellen, damit das in der Mitte ist. Ich kann es übrigens wieder auf voll stellen, kein Problem. So, dann der Rest bleibt so. Particle. Particle könnt ihr entweder aufs 4 lassen oder auf Cloudlet stellen. Cloudlet finde ich jetzt für Smoke persönlich besser, aber können wir alles machen, was man will.
So, die Size stellen wir erstmal noch nicht um. Erstmal die Opacity auf 1 höchstens. Manchmal auch 0,5 oder so. Und dann Size auf 200 vielleicht. Das ist ein bisschen dumm, weil jetzt alles auf einem Fleck ist, aber ist halt das einfach so. So, das Problem ist jetzt, dass das jetzt ewig lang rendert. Deswegen drücken wir einfach mal Caps und hört auf zu rendern. Man kann hier weiter einstellen, aber bekommt halt keine Vorschau. Da können wir jetzt mal auf Disperse Twist gehen und Disperse vielleicht so auf 10.000 stellen. Und wenn ihr Caps gedrückt habt, müsst ihr halt Shift drücken, um wieder Zahlen einzugeben, also 10.000. So. Jetzt könnt ihr wieder Caps loslassen, das müsst ihr jetzt eigentlich schneller werden, genau. So, das Mock sieht mir ein bisschen zu. Sind ein bisschen zu viele Teile, finde ich. Oder zu kleine. Deswegen stelle ich mal auf 300 oder 250. So, finde ich, sieht besser aus. Sieht besser aus. Und dann können wir jetzt noch, wie heißt das? CC Vector Blur drauf machen. Das ist auch eine Effekte-Bibliothek. Cycor FXHD heißt diese Effekte-Reihe. So was ähnliches wie Sapphire-Plugins sind das. Sind bloß etwas älter und sind auch sehr, sehr sinnvoll. So, bei CC Vector Blur würde ich auf Direction Fading stellen. Zumindest bei Smoke. Und dann Amount auf vielleicht zu 200. Erstmal abwarten, wie es dann aussieht. Und Revolutions auf 2,5. Finde es aber noch ein bisschen zu viel Vector Blur, deswegen würde ich es gleich ein bisschen runterstellen. Ja, das sollte nicht so aussehen. Vielleicht so auf 90 oder so. So ähnlich soll es aussehen, vielleicht eher auf 1,25 oder sowas. Wäre irgendwie besser, finde ich. Ja, es ist mir nicht ganz so eng offset. Dann könnt ihr die so Richtung so verändern, das würde ich vielleicht in die Richtung so machen. So wird es mir am besten gefallen jetzt. Und jetzt könnt ihr noch ein bisschen bei Form ändern, und zwar bei Particle. Die Color, also die Farben ändern. Die würde ich ungefähr an die Farbe vom Intro anpassen, aber nicht 100% Saturated, also nicht 100% Sättigung. Vielleicht so in dem Bereich. So, dann habt ihr schon mal den Smoke. Jetzt müsst ihr noch die Partikel, dann könnt ihr jetzt den Background nochmal verdoppeln und über den Smoke schieben. Also einfach packen und schieben. Dann brauchen wir Particular. So. Hier. Da habe ich auch eine neuere Version. Also, ich habe jetzt von eigentlich allem die neueste Version. Dann, da habt ihr dieses Show System nicht. Und bei die euch steht entweder hier, bei, wie heißt das? Das heißt nicht Designer, das heißt irgendwie anders. Aber es ist egal. Effektsbilder heißt es, glaube ich. Und Show System ist nicht da. Das ist, könnt ihr aber ignorieren. Das mache ich jetzt auch alles hier mit den ganz normalen Settings. Geht auch. Mit der Master kommt ihr auch wieder hier auf 0,0. Dann habt ihr sozusagen jetzt in der Mitte schon ein paar Partikel. Das ist ganz okay, aber sieht immer noch nicht ganz so geil aus. Deswegen, weil ich werde mal ein bisschen andere Partikel machen als meine sonstigen Intros. Also, Partikel Master ist, da steht bei euch einfach nur Partikel. Das solltet euch nicht verwirren. Es ist einfach so. Aber mit der Tab solltet ihr erstmal auf Box stellen. Und die Box, also die Size. Okay, also ist es so, wenn es hier, weil ich glaube, bei euch könnt ihr alle drei verstellen. Bei mir ist es alle, sind es alle gleich. Deswegen schalte ich es einfach auf 2000, 20.000, 10.000. So. Wenn es halt bei euch so steht, dann müsst ihr alle drei 10.000 machen. Also alle drei müssen 10.000 haben. Also dann geht in den Partikel und stellt die Size auf vielleicht so 300. Okay, das ist zu viel.
Obwohl, nee, es passt eigentlich sogar. Size random. Vielleicht auch 20. Das heißt, dass die Größe ein bisschen zufälliger ist. Und Sphere Feather, das ist, dass es so abgerundet ist, soll auch extrem wenig sein. Vielleicht so auf 10. Ja, so passt es. Color Random müsste auf 100, soll er auf 100 stellen. Dann hat sie sozusagen Rainbow Partikel. Und jetzt noch ein Effekt, der ist Edge Detect, Sapphire Edge Detect. Hier drauf packen. Dann hat sozusagen diese schönen Partikel hier. Sehen ganz interessant aus, finde ich. Ich würde aber noch ein paar weniger machen, also Particles per Second auf jeden Fall weniger. 30 höchstens. Ja. Was noch wichtig ist, Mission Extra sollte hier Pre-Roll auf 100 sein. 100 sein. Und bei Opacity Over Life hier sollte so, genau, hier sind die Presets und dieses Preset sollte angewendet sein. Dann werden die so langsam eingefädelt und ausgefädelt. Okay. Dann hätten wir schon mal einen Partikel-Layer gemacht. Ein Partikel-Layer. Da können wir den verdoppeln, den Partikel-Layer. Und können mal andere Partikel noch machen. Edge checkt weg. Wir können einfach die Settings jetzt verändern. Also, da würde ich jetzt so Rising-Partikel oder sowas machen. Oder, ja. Ne, machen wir was ganz anders. Und zwar, Partikel-Size mache ich mal auf 6, 7, 7 vielleicht, ja. Ne, vielleicht so auf 10. Und Random Seed würde ich höher machen, weil sonst kommen die Partikel an genau der gleichen Stelle wieder raus wie die anderen. Deswegen ist es ein bisschen dumm. Naja, aber so, jetzt habe ich mit Random Seed verändert. Und jetzt würde ich mir das heißt wieder auf Point stellen. Mache ich jetzt auch mal Rainbow Partikel. Und dann gehen wir jetzt mal in den AUX Mode, also AUX System. Das müsst ihr auf Continuous stellen, damit so ständig Partikel rauskommen. Type könnt ihr so lassen. Ich mache jetzt einfach Square, sieht auch gar nicht mehr schlecht aus, so Vierecke. Und dann Color Over Life. Von Main 100 können wir auch so machen. Haben wir so solche Partikel, aber nee. Kann man die Color Random machen oder so? Over Life, ja, Color Random, genau. 100. Auch so schöne Partikel hier und dann wo ist es Partikel per Second auf so 200 oder 100, ich habe mal aber 200, die 100 sieht vielleicht besser aus, na dann passt aber doch Square nicht so, das ist damit bisschen zu klein, finde ich, deswegen mache ich es größer, vielleicht auf 10. Wie auch die Originalpartikel. Ich finde, es sieht okay aus. Color Random eher auf 50. 50 sage ich schon, ich bin irgendwie. Ja. Color Over Life. Sieht nicht gut aus. Naja. So könnte ich es machen, so ist okay. Dann werde ich jetzt noch was anderes machen, was Besonderes. Und zwar für die Position vom Emitter animieren. Das geht, könnt ihr manuell machen oder einfach Alt-Klick drauf machen. Dann könnt ihr sozusagen hier so einen Code eingeben. Dann würde ich hier Wiggle Klammer auf 2 3000. Das heißt, dass jetzt der Emitter sozusagen im Feld rumbewegt wird automatisch mit der Random, mit so einem Random Algorithmus, wie auch immer, und dann habt ihr so ein paar Partikel, die hier durch die Gegend fliegen. Und ich würde hier generell Particles per Second ein bisschen höher machen, vielleicht auch wieder auf 100. Dann habt ihr ja wieder ziemlich alte Partikel, aber ich finde, die Partikel passen nicht so gut über die schwarzen Löcher, wie soll ich das mal so sagen? Deswegen tue ich es einfach unter diese Partikel. Kann man den Smoke mal ausstellen mit diesem Auge hier? Kann ich mal gucken, wie das im vorgerendeten Zustand so aussieht.
Also die Partikel. Sieht schon irgendwie nice aus, muss ich sagen. Was ich machen würde aber ist, vielleicht die Size over Life oder die Opacity over Life von denen hier ändern würde in den AUX-Modus, also AUX-System und Opacity over Life hier. Presets, hier würde ich sagen, nee, hier. Dafür noch ein paar mehr. Pro Sekunde. Also pro Sekunde 200 wieder. Und ja, verhindern wir das schon mal. Und können jetzt nächstes Ziel machen. Am besten ihr sucht euch einen Frame aus, zum Beispiel den hier, habe ich es gut, ganz gut erwischt. Wo alle Höhen und also alle hellen Stellen und tiefen Stellen, hellen und dunkle Stellen vertreten sind, sodass ihr gut sehen könnt, wie das am Ende ungefähr aussehen wird. So, dann macht den Smoke wieder an, damit ihr von das ist auch gut sie vom Gesamtbild eben machen könnt. So, dann CC muss unter Glow. Über Glow meine ich. Am besten auch über Transform. Und es werden mehrere CC sein. Erstmal auf eine Lux so aufpacken. So. Und das ist Mensch Bullet Lux ist auch Plugin, was ihr braucht. Ist auch sehr, sehr wichtig für die CCs. Also das ist eigentlich das Plugin, was ihr für die CCs benutzt. Das braucht ihr auch, findet ihr auch wahrscheinlich auf YouTube oder so. Natürlich kein Problem. Und ja, erstmal den ersten Layer machen. So. Den ersten Layer würde ich meistens so Basis-Sachen wie Pop und solche Sachen drauf machen. Als erst in Subject gehen und Pop einfach hier nehmen und reinziehen. Und jetzt mal auf 40, 50 oder so. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Und Size ein bisschen runterdrehen. So, und VW Color, dann könnt ihr so ein bisschen, oder Colorista, wenn ihr eine ältere Version habt. Oder wie heißt das? Der Colorista oder Freeway Color habt ihr, glaube ich, auch. Ist so ähnlich, ihr braucht nicht unbedingt Freeway. Wenn ihr aber meine Version habt, könnt ihr einfach das hier dann größer ziehen. Und dann hier alles erstmal auf Blau stellen. Und hier das Ganze dann auf 20% oder so stellen. Hier auf 10. Und dann habt ihr so einen leichten Blaustich da drin, überall. Und da fehlt noch Kontrast, also Contrast. Dann sieht das so ein bisschen besser allgemein aus. Genau. Auf den Haken. Was ich dann vergessen habe, ist, bei Projekt müsst ihr Steuerung als gedrückt halten und auf 8-Bit-Kanal klicken, damit ihr 16-Bit habt und dann sind die Farbübergänge viel, viel smoother. Was auch sehr wichtig für Intros ist, finde ich. So, dann verdoppelt ihr den CC-Layer mit Steuerung D und geht in den zweiten CC-Layer rein und tut da andere Effekte rein. Sorry. Dann in die Curves erst später. Dann zuerst hier Diffusion. Da habt ihr so ein leuchtendes, ich glaube, das kennt ihr auch schon. Also könnt ihr die Größe verändern von dem Leuchten und halt eben die Stärke. Stärke würde ich bei der ersten etwas auf 1 setzen. Und dann noch eine davor, das ist eine Diffusion. Und zwar mit der Size 1, damit die so ein ganz kleiner Glow ist. Vielleicht straight auf 1 oder auf 2, ich mache es hier einfach mal auf 2. Dann brauchen wir noch eine Light Flex. Dann könnt ihr die Farbe hier einstellen, die ihr wollt. Ich nehme hier so eine Farbe. Und du hast noch ein bisschen mit der Helligkeit ein bisschen niedriger machen, minus 7.
Und dann Haze Flare, was ein wichtiges, noch wichtiges. Dann würde ich auch was auf bläulich stellen, lila, so mäßig in die Richtung. Und hier Matbox Size und Shade, Matbox Size und Matbox Shade, wie bei jetzt auf 0 stellen. Und dann noch eine Morphic Flare, könnt ihr auch einfach reinziehen. Hier so in die Mitte von Blau und dann hier Threshold 0,3 oder sowas und dann Boost minus 5. So, nee, das ist zu wenig minus. So, habt ihr so einen ganz leichten Flare hier. Camera. Dann geht ihr Freeze Through Process und stellt ihn hier auf minus 2. Habe ich schon automatisch drin. Mehr müsst ihr aber auch nicht verändern. Dann geht ihr noch auf Post und holt die Curves rein. Curves sind extremst wichtig. Könnt ihr jetzt extrem viel noch verändern. Ihr müsst ein bisschen rumspielen mit den Farbtönen und so weiter, wie das so aussieht insgesamt dann. Ja, Helligkeit ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger. Muss man halt sehr, sehr viel rumexperimentieren, genauso mit den Farbtönen, die hier drin sind. Zum Beispiel kann man hier so einen nice Farbton machen, aber das sieht irgendwie kacke aus. Man muss da ein bisschen rumexperimentieren, um halt die bestimmte Farbe irgendwie rausnehmen will oder so. Blue vielleicht hier ein bisschen höher in den Höhen und ja, wie auch immer. Hier allgemein noch ein bisschen Kontrast rein. Alles klar. Nice auf jeden Fall. So, dann haben wir hier schon fertig. Und ja, jetzt kommt der dritte Layer und letzte Layer. Dann den nochmal. Und da kommt jetzt nochmal was dazu. Machen wir nochmal neu. Und da kommt noch bei Matte oder bei Subject, ja genau, Warm Cool dazu. Und Warm Cool solltet ihr es auf 0,2 rund, auf 0,2 stellen oder ein bisschen mehr oder weniger. Wie sehr gut aussieht. Hier sieht das ein bisschen komisch aus an der Stelle. 0,2 eher. Ja, so geht's. Dann Matte und Color Filter. Color Filter so auf Blau. Aber auch wieder, oder so auf Lila mäßig so ein bisschen. Und auch wieder ganz leicht nur. Es tut mir echt leid wegen den Hintergrundgeräuschen, ne? Das tut mir echt leid. Aber ich kann wirklich nicht viel machen. Dann Lens, Edge Softness fehlt noch. Da soll ich Spread auf 1 stellen. Quality auf 10 und Process auf 1. Dann habt ihr so einen leichten Blur um den Text rum. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Und dann fehlt noch Lens Vignette. Oder Vignette. Kann es auch heißen. Dann würde ich so auf hier verändern, Amount hier so Richtung 100% oder so breiter ziehen. Einfach so eine schöne Vignette habt. So passt, Amount, ja, hier so Richtung 100, also ein bisschen mehr als 50 vielleicht. Ein bisschen größer und ja, Spread, Highlights, immer. Könnt ihr alles so lassen eigentlich. Dann Lens Distortion. Das ist, solltet ihr hinter die Lens Vignette tun. Flatten auf 0, damit ihr so eine leichte Optik-Kompensation, also ein leichtes Zerren auf die Seite habt. Vielleicht minus 20 oder so. Dann, können wir vielleicht noch eine zweite Light Flex hinzufügen. Mit, bisschen mehr Boost und, ja, bisschen mehr Farbe allgemein, dann ein bisschen Diffusion noch dazu, damit das halt das Ganze noch ein bisschen nicer aussieht. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur rumexperimentieren, wie das allgemein einfach gut aussieht. Von den Diffusions und so weiter noch. Dann möchte ich eine ganz große hinzufügen. Highlight Bias bis runter und auf jeden Fall Richtung Lila so und Great. Glaube hier auf 100% und Komma 2. Und so ein leichtes Erhellen noch und vielleicht noch ein Star-Filter.
Der ist halt jetzt viel zu stark. Für Threshold 1 auf jeden Fall. Und Boost auf minus 4. Und Size auf 5 oder 4 oder sowas. Ich bin noch so einen nice Filter, der ist da, Sternfilter. Und dann nochmal Curves würde ich machen, oder Duotone könnt ihr auch mal ausprobieren. Da würde ich so lila und blau empfehlen. Da ist einen leichten Punch noch drauf, wie soll ich sagen. Eher nur auf ich finde, so sieht es nicht schlecht aus. Dann noch mal Curves. Ja, Background vielleicht ein bisschen ganz leicht dunkler. Und Highlights ganz leicht heller. So. Und was fehlt noch? Shoulder. Macht das überhaupt einen Unterschied, Shoulder? Ach ja, ich weiß nicht, was das zum Unterschied macht. Ich finde es aber ohne, sieht nicer aus. Weiß ich nicht. Und dann fehlt noch Hue Saturation. Das hängt dann von eurem Geschmack ab. Wenn ihr das gerne so haben möchtet, dann könnt ihr auch gerne auf 130 oder so stellen. Wie das so ein bisschen colorfuller aussieht. Oder eher auf 60 oder sowas. Damit es hier ein bisschen ja, weniger saturated aussieht. Ich schätze es gerne so auf 110 oder so. Die Balance solltet, also die Balance solltet ihr auf die Farbstellen von eurem Intro. Es sieht irgendwie ganz nice aus, würde ich sagen. Ja. Vielleicht noch einen zweiten Pop am Anfang von diesem, oder am Ende nochmal, von, ja, einfach 100. Ich würde es aber eher an Anfang empfehlen. Habt noch die ganzen zweiten Diffusion und so noch, das sieht irgendwie nice aus. So. Jetzt habt ihr eine nice CC, meiner Meinung nach zumindest nice. Und, ja. Einfach auf den Haken klicken oder auch eben auf Apply und dann nochmal speichern, damit ihr ja nichts verliert. So, jetzt kommen noch die Glow Frames, ob das da irgendwelche Probleme gibt. Jo, das passt so einigermaßen, ja, passt so. Und dann fehlen noch ein paar Effekte, zum Beispiel RSB und solche Sachen und Shine. Da werde ich jetzt erstmal einen Schein machen und dafür möchte ich sie hier erstmal aufstellen. Und im Background auch, weil das rendert einfach unnötig lange. So. Ich gehe mal an einen Frame von einem ganz guten Bild. So. Dann machen wir die Shake und solche Sachen alles aus. Hier. Und dann verdoppeln wir die Frames mit dem Strong D und nehmen die untere. Dankeschön. Laster. Dann nehmen wir Shine und diese beiden Presets hier werden nicht bei euch sein, die habe ich gemacht, aber das ist gehört auch zu der Trap Code Suite und die braucht ihr auch für die Intros, please, muss ich noch kurz sagen. So, dann Colorize würde ich auf One Color stellen und die Color von eurem Intro dann auswählen, aber nicht ganz voll in der Sättigung. So würde ich es empfehlen. Mal gucken, was Schimmer macht. Ich weiß es nicht genau. Ach so, macht das. Okay. Das will ich vielleicht ganz leicht hinstellen und die Ray längst auf 2 oder so stellen. Ach, so ein bisschen. 550 oder so. Face, was ist das? Ach so, naja. Fractal Noise vielleicht auch noch ein bisschen. Dass du das Ding so ein bisschen verändern. Was wichtig ist noch, ganz unten, Source Opacity sollte auf 0 sein. Damit nur der Schein sichtbar ist. Cutout vielleicht hier. Und X Brightness Complexity höher. Damit wir einen leichten Noise-Ding haben. Und Speed 10 oder 7 oder so 8. Dann Brightness. Und den Contrast noch hier. So. Dann fehlt noch diese Vector Blur. Einer meiner Lieblingseffekte für solche Sachen. Allgemein.
Und dann könnt ihr gerne mit dem hier könnt ihr ein bisschen ausprobieren, was gut aussieht. Das sieht irgendwie komisch aus hier. Obwohl es hat auch was, ne? Es hat was, aber es ist. Da müssen wir noch was, ein bisschen was bearbeiten. Wenn ihr das auf 500 stellt und Revolution ist auf 3. 500. Es hat irgendwie was, muss man sagen. Aber man muss es noch bearbeiten, denke ich mal. Vielleicht mit ein paar Sapphire, vielleicht mit Edge Detect. Mal schauen, wie das aussieht. Naja. Naja, nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht mit Glow. Yes, Glow. Dann schon 0. 1. Ja, so bräulich. Und dann noch, nee, das mache ich anders. Ich mache keinen. Ich mache einen anderen Vektorblur drauf. Direct Fading, wie sieht das aus? Vielleicht nicht auf 500, vielleicht so eher auf 100. Sieht so aus, ist auch nicht so nice. Wohl doch, irgendwie ja, aber. Vielleicht mache ich noch einen zweiten CC Vektorblur drauf. Naja, mich regt das irgendwie langsam auf wieder im Hintergrund. Perpendicular können wir mal ausprobieren noch. Was wir gerade immer ausprobiert haben, ne, Konstanten war es, ne? Direction Center vielleicht. Ja, vielleicht das hier und Natural noch. Dann vielleicht noch Turbulentes versetzen. Und zwar Stärke 10, Größe 2 und Komplexität auf 10. Stärke muss aber höher. Dann nochmal diese Böckler. Mit Natural und vielleicht 100. Da haben wir so ein leichtes Gitter hier. Sieht nicht schlecht aus. Vielleicht S-Floor noch ein bisschen höher. So. Haben wir schon mal einen ziemlich interessanten Schein, würde ich sagen. Mal gucken, wie damit es hier zusammen aussieht. Man sieht ihn irgendwie kaum, das ist das einzige Problem. Nein, okay, das ist echt zu viel. Sieht nicht so nice aus. Tue ich mal diese drei Vector Blurs mal rauslöschen. Ich meine, haben wir so einen Schein, den ich schon mal gemacht habe. Das heißt vielleicht Size eher 10 und Vector Blur eher weniger. Ist auch ziemlich interessant. S-Slow auch dann eher weniger. 46. So. Sieht irgendwie auch nice aus, finde ich. Mache ich das einfach. Okay. Dann fehlt noch RSMB und eine Shockwave. Ich werde einfach eine Particle Shockwave machen. RSMB. Aber ich werde erstmal, obwohl vielleicht noch eine Flare können wir machen. Will ich den Background hier nochmal verdoppeln. Und Flare. So. Kann ja auch dieses hier ausstellen. Und das ist, ich finde, da scheint es ganz gut gelungen, finde ich. Also ist sehr interessant. Dann Optical Flares. Hier. Und dann auf Options, damit ihr das genauer arbeiten könnt.
also besser bearbeiten könnt, und dann Clear All. So, ich werde einfach jetzt eine ganz normale, weiß nicht, was ich so machen soll. Mal eine etwas kreativere oder andere Flair mal machen. Also erstmal Glow ist ziemlich wichtig. Könnt ihr auf Standard lassen, und Spree ist auch sehr wichtig. Habt ihr so eine Flair schon mal? Da könnt ihr so eine Iris schon mal drauf machen, irgendwie. Das sieht irgendwie ganz nice aus. Was sind schon Custom? Translation. Okay. Also kann man nicht finden. Nicht so. Vielleicht so irgendwie. Rotation macht auch nicht wirklich einen Unterschied. Offset macht auch nicht wirklich einen Unterschied. Color Shift. Ne, macht auch nicht wirklich. Dann vielleicht noch Sparkle oder sowas. Aber auch nur sehr wenig. Completion. Auf jeden Fall 100, aber Feathering, keine Ahnung, was das ist. Brightness Offset, ah, genau, okay, genau. Das ist nur ganz leicht, würde ich sagen. Dann vielleicht noch ein Ring. Color Source Gradient. Vielleicht hier blau und weiß. Blau und lila vielleicht. Weiß ich gar nicht, so scheiße. Reverse Layer. Okay, so finde ich es nice. Können Loops. Ah, okay. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Ich kann die mal benutzen, die Flare so. Okay. Dann hier auf 3D ist wichtig, damit sie mit der Kamera mitgeht. Da müssen wir jetzt eine Position aussuchen. Und ja, das passt mit der Flare, weil, ja, Position Z würde ich auf jeden Fall ändern, damit sie weiter hinten ist. Und damit mehr von ihr zu sehen ist von der Flare. So, dann On Transparent müsst ihr auch hier bei On Black anstellen, damit das auf den Background drauf gemerkt wird, sozusagen, damit es nicht einfach schwarz der Hintergrund ist, damit der dann das Smog eben noch sichtbar ist. Dann, nice. Müsst ihr das folgendermaßen machen. Hier animiert einfach jetzt die Brightness, also die Helligkeit und die Größe von der Flare mit der Musik, also dass die Musik sozusagen das beeinflusst. Dann drückt ihr Alt Scale, Alt auf die Scale-Taste, und geht in die Audio-Amplitude rein, U, und klickt auf diese Schnecke und lasst die dann hier bei dem Schieberegler oben los. Und drückt hier vielleicht mal 3. Mal ist diese Sternzeichen, damit es dieser Wert, der da eben rauskommt, verdreifacht wird. Obwohl es sieht dann nicht so nice aus, vielleicht mal 1,5. Kann man 1,5 mit Komma schreiben oder nicht? Nein. So. 1,5 würde ich so stehen lassen, und es Brightness eben auch so. Mit der Schnecke und so weiter. Hier draufklicken und hoch, zack, loslassen und mal 1,5. So, okay, wie sieht es mit der CC zusammen aus? Sieht okay aus, würde ich sagen. Dann können wir mal vorrennen. In Viertelauflösung sieht das irgendwie nicht, ich sehe allgemein irgendwie nicht so nice aus. Weiß auch nicht, aber sonst sieht es irgendwie schon nice aus. Sorry. So, ich würde die Size echt nicht, Doppel-U würde ich dann drücken, so. Aber dann, Size würde ich echt nicht mal 1,5 machen,
Gib ihr mal 0,5. Also sozusagen, dass es halbiert wird. Weil sonst irgendwie zu viele ist, vieles in der Flare, meine ich. Meiner Meinung nach. So. Dann, haben wir die Flare schon mal erledigt. Ich würde noch mal das CC verändern, und zwar diese Haze Flare würde ich nicht so stark von der Saturation her machen, weil es sehr, 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 sehr viel ist. Sehr, sehr, sehr stark. So, in die Richtung will ich es machen. So sieht es besser aus, finde ich. Dann speichern wir wieder und gut. So. Background ist, glaube ich, da, ne? Müsste da sein. So, gut. Ich würde den Smoke nicht auf 100% Opacity stellen. Das ist der Smoke, dann drücke ich einfach T. Dann ist die Deathkraft angezeigt. Und die vielleicht auf 50% oder so. 50, sorry, ich sage immer 50. Dann speichere ich wieder. Und jetzt machen wir noch eine Particle Shockwave. Farbfläche und Particle Shockwave. Auch wieder 3200 mal 1800 ist wichtig, damit ihr Puffer habt. So, dann macht in den Particular. So. Da muss wieder Emitter auf 0,0 sein, in der Mitte. Den braucht er auch wieder einen Point Emitter. Aber nicht Continuous, sondern Explode. Dann sollte die Ebene bis hier nach vorne bis dahin kürzen, wo eben die Shockwave stattfinden soll. Ne, Steuerung Z. Dann schiebe ich sie am besten einfach hier hin. So. So. Partikel dann nochmal neu drauf. Emitter wieder 0,0 und Explode. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was das ist. Doch, okay, ist da gut. Velocity ist wichtig. Velocity muss sehr, sehr hoch. Und Motion auch sehr hoch und allgemein. Damit die Explosion halt eben schnell geht. So. Gut. Dann brauchen wir noch Physics, das heißt, dass die von der Ding angezogen werden. Gravity auf jeden Fall hoch. Also mal gucken, wie das aussieht. So, gut, sieht gut aus. Dann fehlt noch Aux System, damit wir halt auch wieder einen Trail hinterher haben, auch wieder Continuously. So, das ist auch wirklich, aber das ist wirklich zu viel. 600 würde ich machen, mehr aber auch nicht. Und dann Particles per Second wieder 100. Er hat 400 oder sowas. Und die auch Opacity over Life Resets so. Würde ich Cloudlet allgemein alles Cloudlet stellen und Color over Life oder Color allgemein auch Richtung die des Intros, aber auch nicht wieder 100% Separation. Genauso auch bei dem Main Particle. Ja, das gefällt mir noch nicht so ganz hier. So. Das Leben von den Partikeln hier ist zu lang. Also Life Seconds müsste hier sein. Genau, Life Seconds müsste auf 0, sein. Dann wird dann sterben die schneller, dann sind sie schnell wieder unten.
Ich würde die Gravity nicht mehr so, nicht so ganz so aufstellen. Physics, Physics, Physics. Gravity nur 2500. Ja. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr Partikel. So, ich glaube, das sind jetzt aber genug. Nee, ist ja immer noch zu wenig. Und ist die Gravity wieder zu hoch? Mache ich mal sehr klein. So viel ist gut. Ja, geht zumindest klar, ja. Geht so. Ja. Muss die Velocity wieder höher. Ja, auf 2000. Dann wird die Gravity wieder hoch verdoppelt. So. So finde ich jetzt aus. Gut. So. Hätten wir schon mal die Schockwürfe und so weiter, dann wären wir eigentlich schon fast fertig. Es fehlt noch der Fade, also erstmal R und B. Oder, nee, erstmal der Fade. Und die Blackbars fehlen auch noch. Also dann müssen wir die Opacity HD animieren. Geht ein Frame nach dem Anfang. Aus dem Grund, weil YouTube das immer wegschneidet, ich weiß auch nicht warum. Deswegen noch den Key, mach hier einen Keyframe und ungefähr wie ihr es einfach findet, hier dann die Opacity immer auf 0 stellen, damit es sozusagen eingeblendet wird. Und hier ist eben eine Ausnahme, weil hier der Text ja sozusagen in die Kamera reinfliegt. Deswegen geht ihr 2 Frames bevor ihr den Text das letzte Mal seht hin, macht einen Keyframe und geht 2 Frames nach vorne, also auf den Marker sozusagen. Und tut die Opacity auf 100. Sieht sozusagen dann auf 50 und ja, sieht irgendwie besser aus, finde ich. So. Dann erstmal die Black Bars. Motion Tile braucht ihr dafür. Das ist aber schon integriert in After Effects, das ist kein Problem. Auf 75. So. Jetzt fehlt noch RSMB. Und dann macht ihr erstmal RSMB drauf. Das Plugin braucht ihr auch. Ihr braucht halt viele Plugins für den Druck, das ist einfach so. Den Blur-Augmented geht ihr auf 0,7 hoch. Und Motion Sensitivity auf 65. So würde ich es jetzt machen. Dann braucht ihr nochmal einen Motion-Teil. Damit es nicht so hart rumbackt. Das lasst ihr aber einfach so. Backblast sind gemacht. RSMB und so weiter. Gut. Jetzt müsst ihr bloß noch alle Ebenen anschalten, damit ihr auch wirklich alles rausrendert. So. Und speichert nochmal. Dann klickt ihr auf dieses, was ihr am Anfang auch doppelt geklickt habt, und drückt Datei, exportieren, an die Renderliste anfügen. Und bei Ausgabe-Modul klickt ihr einfach auf das Verlustfrei und geht auf QuickTime. Ihr müsst übrigens auch QuickTime haben, also QuickTime einfach, googelt einfach QuickTime Download. Dann Formatoption H264, Qualität 100, auf OK und dann nochmal auf OK, dann auf Frames.mov und dann könnt ihr einfach exportieren, also dann auf Rendern klicken, wenn ihr fertig seid, und ja, dann habt ihr da schon ein nice Intro gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wie auch immer. Aber nur, wenn ihr aktiv sein wollt, natürlich. Sonst bringt mir das nichts. Aber dann, schönen Tag noch.